ich jetzt schon auf der Bühne bin, sage ich Grüß Gott zu allen und bedanke mich, dass Sie gekommen sind, trotz Wetter, das eigentlich nicht zu der Veranstaltung passt, nämlich damals 1945 im April, da war das schönste Sommerwetter schon. Und wir können es uns jetzt heute gar nicht so recht vorstellen, wie schön es damals war. Aber es war natürlich auch anderes, als das Wetter eingedrückt hat. Aber jetzt bitte ich trotzdem Herrn Bürgermeister Glass, Sie offiziell zu begrüßen und wünsche Ihnen einen interessanten Abend. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie im Namen der Stadt Langenburg, aber auch der VHS Langenburg, ganz herzlich heute zur Buchpräsentation von Herrn Prof. Dr. Wolfgang Schlaug begrüßen. Und ich freue mich, dass Sie so zahlreich bei diesen winterlichen Witterungsverhältnissen hierher in den Philosophenkeller gefunden haben. Es erwartet Sie nämlich bestimmt ein interessanter Nachmittag mit Herrn Schlaug. Wer sich hier in Langenburg auskennt, der weiß, dass wenige Häuser weg von hier das Hofratshaus ist. Das Eingangstor zum Schloss Langenburg. Und dieses Hofratshaus, das beherbergt den Hohenloher Kunstverein. Und der Hohenloher Kunstverein, der macht Ausstellungen, 5 bis 6 Ausstellungen pro Jahr im Hofratshaus. Und die Ausstellungen finden statt samstags um 16 Uhr. Der Hohenloher Kunstverein wäre froh, er hätte so viel Besucher zur Vernissage. Dort ist der Besuch immer äußerst sparsam. Also, ich habe immer zum Vorsitzenden gesagt, nimm doch mal eine andere Zeit, Samstag 16 Uhr, ungünstig, dort haben die Hohenloher keine Zeit, die müssen das schaffen. Aber, wie man sieht, habe ich mir als Besseren belehren lassen, es liegt also nicht an der Zeit, sondern entweder am Künstler oder am interessanten Programm. Ja, wenn ich gewusst hätte, dass so viele Leute heute kommen, dann hätten wir auch in die Halle ausweichen können, obwohl es heute keine Option gewesen wäre, weil die Halle wird umgebaut und sie ist mittlerweile ohne Dach. Ja, der Herr Schlaug kommt ursprünglich aus Bechlingen, wohnt mittlerweile in Amerika. Er besucht aber regelmäßig Bechlingen und immer wenn er da ist, kreuzen sich unsere Wege. Er kommt ins Rathaus, es gibt immer irgendwas zu besprechen und wir tauschen uns aus. Und als er das letzte Mal im März nach Langenburg kam, hat er mich auch wieder besucht und hat sein Buchprojekt vorgestellt. Und hat dann danach gefragt, ob wir da ihn in irgendeiner Weise unterstützen können. Nun, es ist halt so, meine Hohenloher, wenn jemand nach Geld fragt, sagt man, mir gäbe nichts. Und so ist halt auch bei Stadt Langenburg, als arme kleine Gemeinde können wir natürlich keine großen finanziellen Sprünge machen und solche Dinge leider nicht finanziell unterstützen. Der Rechtsaufsicht sitzt auch da, der Herr Krummrein, der hat dann schon ein Auge drauf, dass wir solche Sachen machen. Aber wir können ja andersweilig unterstützen, wir haben ja Partner. Große Partner, reiche Partner und da muss man versuchen, irgendwas anzuzapfen. Ich habe gedacht so, die Volksbank wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, die was geben könnte. Der Herr Karle ist ja mittlerweile auch im Vorstand der Volksbank Hohenlohe und ist ein Langenburger. Und wir haben gedacht, das passt ja zu ihm, das Thema auch, zu Langenburg und so weiter. Da könnte bestimmt von der Volksbank was kommen. Aber der Herr Karle hat gesagt, das geben die Richtlinien einfach nicht her. Da dachte ich mir, ENBW vielleicht, die macht einfach viel für die Stadt Langenburg. Aber wir haben jetzt einen Sponsorenvertrag für das Freibad geschlossen mit der NBW, den können wir auch nicht überstrapazieren. Was machen wir noch? Dann war die Öffnung vom Hohenloher Kultursommer im Schloss Langenburg. Und da war zufällig auch der Lützelberger da. Gut gelaunt, schön beschwingt durch die gute Musik und das schöne Ambiente im Schloss, habe ich ihn gefragt, ob er sich vorstellen könnte, dass man das Projekt unterstützen kann. Der Herr Lützelberger hat gesagt, ja, wir haben eine Stiftung, ich soll mich an die Stiftung wenden und mal nachfragen, vielleicht gibt es da was. Und die Stiftung hat dann tatsächlich zugesagt, das Buchprojekt einfach zu unterstützen mit 1500 Euro. Herr Beck, Sie als Vertreter der Sparkasse und Sparkassenstiftung, ein herzliches Dankeschön für diese Unterstützung. Ja, richten Sie bitte, Herr Rützelberger, viele Grüße aus hier aus der Stadt Langenburg. Freue mich, dass Sie sich als Sparkasse hier in der Region so gut engagieren. Gut. Ja, ganz aktuelles Ereignis. Am 6. Oktober sind ja in Amerika Präsidentschaftswahlen. Und vor 6. November, Entschuldigung. Ja, 6. November, das werden Sie schon vorbei, wissen wir das Ergebnis schon. Und
vor genau fast 4 Jahren, also kurz vor der letzten Wahl, war der Herr Professor Dr. Schlauch auch schon hier im Rahmen einer VHS-Veranstaltung und hat versucht, den Hohenlohe, das sehr schwierige und komplizierte Wahlsystem in Amerika und Nordamerika eben uns beizubringen. Ich weiß, ob es geglückt ist, aber der Abend war trotzdem sehr interessant. Und genauso interessant, denke ich, wird es auch heute werden. Ich begrüße alle ganz herzlich zu dieser Buchpräsentation, möchte natürlich kurz die 3 Protagonisten vorstellen, die heute Abend ja auch dann hier am Rednerpult sein werden. Natürlich zuerst der Professor Dr. Schlauch. Und wenn er schon da ist mal in Langenburg, der Bruder Rätsel Schlauch, herzlich willkommen in Langenburg. Aber auch der Dr. Breit und natürlich der Herr Bayer, der gemeinsam hier mit Stadt Langenburg und VHS zu dieser Veranstaltung eingeladen hat. Also, ich wünsche Ihnen allen einen schönen, interessanten Nachmittag oder Abend. Und Ihnen alles Gute dann auf dem Heimweg, passen Sie auf, es gibt noch 4 Meter, es liegt Schnee, es könnte glatt sein. Also vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich überreiche das Mikrofon nun an Herrn Dr. Breit. Ja, sehr geehrter Professor Dr. Schlauch, liebe Freunde der Geschichte. Als mir Professor Schlauch vor einigen Wochen sein Manuskript für das Buch Das Kriegsende in Langenburg und Umgebung, Tagebuchaufzeichnungen, Zeitzeugenberichten und Erinnerungen zum einfach mal reinlesen überlief, wurde aus dem mal reinschauen ein langer Leseabend. Und ich las seinen Entwurf von der ersten bis zur letzten Seite. So sehr war ich von seiner Arbeit gefesselt. Die Anonymität vom Grauen des Weltkriegs wird aufgehoben. Der Schrecken bekommt Namen, Gesichter, Einzelschicksale werden aufgezeigt. Es wird im Buch vom Schrecken und Terror berichtet, aber auch von persönlichem Mut und Verantwortung, bei der die Gefahr für das eigene Leben keine Rolle spielt. So war es die Langenburger Rote Kreuz-Schwester Lisi Kaufold, die 3 verwundete amerikanische Gefangene, obwohl sie sich sicher bewusst war, welches Risiko sie für ihr eigenes Leben einging. Es war der vermittelnde Einsatz des damaligen Erbprinzen Gottfried zu Hohenlohe-Langenburg für seine Heimatstadt. Es war die Befehlsverweigerung des Kommandeurs des Volkssturmbataillons Major Köhn. Aber es war auch der Mut der jungen Burschen, die weiße Fahne auf dem Kirchturm von Bechlingen zu hissen, um einige Beispiele zu nennen. Wenn ich heute durch Nesselbach fahre, muss ich mit Bewunderung an seine Bürger denken, wie sie nach der Katastrophennacht vom 15. bis 16. April 1945 sich nicht verkrochen, sondern mutig daran gingen, die Feuer zu löschen, den Nachbarn zu helfen und, was für einen Bauern das Wichtigste war, das brüllende Vieh zu versorgen. Die Tagebuchaufzeichnungen zeigen, dass es in dieser schweren Zeit Menschen gab, die die Würde des Menschen über die Staatsräson und über die Leben gehorsam stellten. Und heute, nach fast 70 Jahren am Kriegsende, kann man rückblickend sagen, dass hier in dieser fast ausweglosen Situation der Weg für Deutschland in die Demokratie und hin zu einem friedlichen Europa begann. Der Staat ist jetzt für die Menschen da und nicht mehr die Menschen für den Staat. Dieses Zitat stammt von Albert Einstein. Herr Professor Schlauch und dem Bayer Verlag einen herzlichen Dank für die Herausgabe dieses wichtigen Buches. Es ist der 25. Band, also ein Jubiläumsband, in der Reihe Veröffentlichung zur Ortsgeschichte und Heimatkunde in Württemberg-Franken. Und ich wünsche Ihnen viele Leser, besonders auch aus der jüngeren Generation. Danke. Thank you.
nicht mal stehen ohne Mikrofon. Ja, ja, ich habe ja wirklich, ich sagte nur, ob ich vielleicht 10 Minuten über die Wahl in den USA reden sollte, ja nächste Woche ist. Aber das Thema ist ein anderes. Und ich möchte mich zuallererst bei Herrn Bürgermeister Kass bedanken für die freundlichen Worte. Und Sie haben ja von Anfang an und das Bürgermeisteramt mich unterstützt, mit dem Projekt unterstützt, nicht unbedingt finanziell, das habe ich auch gar nicht so erwartet, aber ideell. Und dafür möchte ich Ihnen sehr danken. Außerdem natürlich auch Herr Dr. Breit, der leider jetzt sofort gehen musste, und vor allem den Verein für Württembergische Franken. Dieser Verein, wie Sie gehört haben, hat diesen Band in der Reihe Ortsgeschichte und Heimatkunde aufgenommen. Dafür danke ich dem Verein sehr vielmals. Auch der Sparkassenstiftung, Herr Beck, herzlichen Dank. Sie haben es ermöglicht, dass der Band, dass dieses Buch gedruckt worden ist. Leider bin ich nicht bei dieser Bank, sondern ich bin schon seit, was weiß ich, 50, 55 Jahren bei ihrer Konkurrenz, komme aber deshalb auch öfters nach Halle. Dann Herr Bayer, Herr Siegfried Bayer, mein Verleger, der sich nochmal getraut hat, nochmal ein Buch zu veröffentlichen. Ihnen, Herr Bayer, herzlichen Dank. Ich weiß, Sie haben viele Stunden zugebracht, während ich schon weit wieder über dem Atlantik war, bis das Endmanuskript endlich zum Druck kam. Dann möchte ich auch den Fürst erwähnen. Und zwar hat er die einleitenden Worte geschrieben. Und sein Großvater war maßgeblich beteiligt, Leute in Langenburg und vor allem auch in Bechlingen und in Nesselbach zu bitten, in sein Schloss zu kommen, während Bechlingen beschossen wurde und nachdem Nesselbach zerstört wurde. Ihm also herzlichen Dank, dass er die Einleitung geschrieben hat. Warum, so mögen wir uns heute im Jahre 2012 fragen, sollen wir uns mit Ereignissen befassen, die fast 70 Jahre zurückliegen. Ereignisse, die in unserer Gegend Chaos und Schrecken bereitet haben. Ich will kurz auf die Ereignisse eingehen. Hohenlohe wurde bis kurz vor Kriegsende kaum von den Kriegsereignissen berührt. Es gab natürlich Ausnahmen wie Heilbronn und Kreisheim. Als die amerikanischen Truppen langsam im April 1945 vom Westen Richtung Jaks, Kocher und Taubergebiet vordrangen, und zwar wurden sie aufgehalten von der Wehrmacht, die vor allem das Jaksgebiet verteidigte. Es waren Städte wie Heilbronn, Waldenburg, Ilshofen, Kreisheim und Dörfer wie Nesselbach, Bechlingen, Ruppertshofen, Lasbach und viele andere Dörfer, die damals 3 bis 4 Wochen vor der Kapitulation zerstört wurden, 3 bis 4 Wochen vor dem 8. Mai 1945. Bewohner dieser Städte und Ortschaften wurden von 2 Seiten bedroht. Auf der einen Seite drohten amerikanische Streitkräfte mit der Zerstörung der Städte und Dörfer, solange sich dort deutsche Truppen aufhielten. Auf der anderen Seite verteidigten SS- und Wehrmachtseinheiten viele Ortschaften bis zum letzten ohne Rücksicht auf materielle und menschliche Verluste. Welche Wahl hatte die Bevölkerung? Hissten einige mutige Menschen eine weiße Flagge, konnte diese durch SS-Truppen, Gestapo oder in Eschern erhängt oder erschossen werden. Folgten sie nicht den Anweisungen der Amerikaner,
führte die Nichtübergabe der Stadt oder des Dorfs zu Zerstörung. Bestes Beispiel sind wiederum Messebach, Bechlingen, Lastbach und so weiter. Während dieser Endphase des Zweiten Weltkriegs gab es Personen in unserer Gegend, die ihre Eindrücke und Erfahrungen schriftlich festlegen. Einige Zeitzeugen führten Tagebuch, andere schrieben ihre Eindrücke über das Kriegsende später nieder, andere sehr viel später. Damit diese Berichte nicht verstauen oder dafür immer verloren gehen, beschloss ich, diese zu sammeln und zu veröffentlichen. Mit der Absicht, der heutigen Generation zu verdeutlichen, was ihre Großeltern damals im Frühjahr 1945 erdulden und erleiden mussten. Kaum jemand kann sich heute vorstellen, dass in unserer Gegend, im Jaks, Kocher, Taubertal, heftigste Kämpfe stattfanden, die zur Zerstörung von Eigentum, von Haus und Hof und von Menschenleben führten. Wer sind diese Leute, die die Geschehnisse im Frühjahr 1945 schriftlich festlegen? Und ich will hier nur einige Namen nennen. In Langburg hat Dr. Justus Rohrbach, damaliger Beamter des Statistischen Reichsamts Berlin, ein umfassendes Tagebuch über die Ereignisse in Langburg angefertigt. Dessen Darstellung wurde fast wortwörtlich von Bürgermeister Ohnbach übernommen, der im Jahr 1948 dem Statistischen Landesamt in Stuttgart einen Ortsbericht über die letzten Kriegstage in Langenburg unterbreiten musste. Das war damals üblich, im Jahr 1948 mussten alle eigenständigen Gemeinden einen Ortsbericht nach Stuttgart senden. Auch Johanna Führer, die Teil Rohrbachs Tagebuchaufzeichnung übernahm, verfasste eine Chronik, die im Jahr 2010 von ihrem Neffen herausgegeben wurde. Im Frühjahr dieses Jahres entdeckte Frau Anita Groninger in der Familienbibel das handgeschriebene Tagebuch ihrer Schwiegermutter Frieda Groninger. Und der heute 85-jährige Hermann Wolz, ich weiß nicht, ob er da ist, ist er nicht da, der damals als Kriegsverwundeter das Kriegsende in Langenburg erlebte, erinnert sich heute noch lebhaft an den Einmarsch der Amerikaner. In Bechlingen schrieb Hertha Ziegler, Hertha Munz geborene Ziegler, eindrucksvoll die tragischen Ereignisse der letzten Kriegstage in ihr Tagebuch auf. Auch Walter Krumrein, der zusammen mit zwei anderen Burschen die weiße Flagge am Bechlinger Kirchturm hisste, verfasste einen Bericht. Werner Schmidt, der heute hier ist, 85 Jahre, der sitzt da drüben auf der linken Seite von ihm, ehemaliger Lehrer in Essenbach, hat den umfassendsten Bericht über den brutalen Endkampf in Essenbach und Umgebung verfasst. Einer der eindrucksvollsten Zeitzeugenberichte ist von Wendy Holzhäuser geschrieben, die damals als Evakuierte aus Stuttgart mit ihren drei Söhnen in Essenbach das Kriegsende erlebte. Erinnerungen an das Kriegsende sind von Klaus Holzhäuser und Heinz Otterbach aus Essenbach, Karl Kircher und Fritz Schnepp, beide ursprünglich aus Redenbach, veröffentlicht. Artikel von Harald Zigan und Werner Schlauch, die zum 50. Jahrestag im Rotenburger Tagblatt erschienen, sind ebenfalls in dieser Ausgabe abgedruckt. Zwar beschränken sich die Aufzeichnungen auf Langenburg, Bechlingen, Messelbach, Redenbach und Lasbach, jedoch werden in den Berichten auch umliegende Dörfer erwähnt, die von den Kriegswirren heimgesucht wurden. Ich will hier nur kurz auf einige wesentliche Ereignisse eingehen, die von den Zeitzeugen beschrieben wurden. Warum wurde Langenburg im Gegensatz zu Waldenburg, Kreilsheim, Pilzhofen verschont vor der Zerstörung? Eine deutsche Sanitätseinheit hatte Langenburg Ende März 1945 zur Lazarettstadt erklärt. Räume im Langenburger Schloss, Schule und Gefängnis wurden mit verwundeten Soldaten belegt, darunter auch die drei amerikanischen verwundeten Soldaten, und die Dächer mit Rotkreuzflaggen versehen. Im Garten der Orangerie wurde ein großes Rotkreuz-Emblem angelegt. Im Umkreis von 500 Metern durften keine Waffen gelagert und keine Verteidigungsanlagen errichtet werden. Alle Panzerfäuste
mussten aus Langenburg verschwinden. Wo sind die verschwunden? Die Panzerfäuste wurden dem Volkssturm in Nesselbach abgegeben und die haben die Panzerfäuste in der Klinge zwischen Nesselbach und Bechlingen zerstört. Ein weiterer Grund für die friedliche Einnahme Langenburgs war der Abzug der letzten deutschen Truppen nur Stunden vor dem amerikanischen Einmarsch. Kurz danach brachte der damalige Bürgermeister Ziegler eine weiße Flagge am Rathaus an und zwei beherzte Bürger aus Langenburg liefen den einfahrenden amerikanischen Panzerwagen entgegen. Auch lebte der damalige Erbprinz Gottfried zu Hohenlohe Langenburg, der fließend Englisch sprach, Konflikte zwischen Zivilisten und den amerikanischen Besatzern durch sein diplomatisches Geschick und durch sein persönliches Engagement bei. Außerdem hat er maßgeblich dazu beigetragen, dass sowohl die Moseshügel in Bechlingen vor Beschuss bewahrt blieb und die Bechlinger Bevölkerung vor der Zerstörung ihres Dorfs nach Langenburg im Schloss evakuiert werden konnte. Ebenso die Bewohner von Nesselbach nach dem Brand, nach der Zerstörung von Nesselbach. Im Gegensatz zu Langenburg, Ober- und Unterregen, Bach und Hürten, die von Kriegseinwirkungen verschont blieben, erlitten Bechlingen, Nesselbach und Lasbach große Schäden. Dort hatten sich deutsche Truppen festgesetzt, um diese Ortschaften bis zum Letzten zu verteidigen. Außerdem übte das Nazi-Regime Terror in diesen Ortschaften aus. In Nesselbach drohte zum Beispiel Kreisleiter Otto Hähnle, als Kreisheim, den dortigen Volkssturmkommandanten mit dem Tode, falls die Panzersperren, die den Feind aufhalten sollten, nicht sofort gebaut werden würden. Hertha Ziegler aus Bechlingen, also Hertha Munz geborene Ziegler, berichtet, wie der Ortsgruppenführer ihren Vater am 9. April 1945 eine Verordnung des Kreisleiters Otto Hähnle übermittelte. Und ich zitiere hier Hertha Ziegler. Herr Wex, das war der Ortsgruppenführer von Bechlingen, Herr Wex erklärt Papa, dass alles fort muss, alles geräumt werden muss. Wir sollen ein Fuhrwerk nehmen, unsere zwei Pferde, möglichst zwei Kühe und dann Lebensmittel. Alles Vieh und Lebensmittel, was zurückbleibt, muss vernichtet werden. Papa muss unsere Mühle und den Fruchtboden in Bann stecken. Die Fahrt soll ostwärts gehen. Wir beschließen nicht zu fahren. Wenn sowieso alles zu Ende geht, dann lieber hier. Und Werner Schmidt, der Lehrer, ehemalige Lehrer aus Nesselbach, berichtet, dass aufgrund dieser erwähnten Verordnung, der auf einen Führerbefehl vom Ende März basierte, Groß- und Kleinvieh abgeschlachtet werden und der ganze Kreis Reisheim von den Bewohnern geräumt werden, die Brunnen vergiftet, die Leute nach Süden und Osten abtransportiert und alle Gebäude niedergebrannt werden sollten. Keinem Menschen in der ganzen Gemeinde fiel es ein, dem Befehl einer offenbar wahnsinnig gewordenen Regierung nachzukommen. Bürgermeister Lohr aus Bechlingen, unterstützt von beherzten Männern des Dorfs, nahm vielen Leuten einen Stein vom Herzen, als er die Gemeinde wissen ließ, dass er sich dieser Verfügung der Partei widersetzen wollte. Wörtlich erklärte er, das war der Herr Lohr, ich bleibe da. Wenn es schon sein muss, möchte ich zu Hause mit meinem Hof unterleben. In Bechlingen, das wurde schon erwähnt, hissten junge Burschen eine weiße Fahne auf dem Bechlinger Kirchturm. Walter Krummrein, der Sohn von Walter Krummrein ist heute hier, Walter Krummrein war einer der Jungen, der den Verlauf folgendermaßen erzählt. Am späten Abend, es dämmerte schon, stiegen auf Geheiß des Bürgermeisters Lober mein Bruder Friedrich Kurt Kalle und ich die Treppen in der Dorfkirche in den Turm empor und hängten am nördlichen Schallladen an einer Stange befestigt ein weißes Leintuch heraus. Das erforderte viel Mut, können Sie sich vorstellen. Wenig später, wir waren noch nicht lange unten, schlug ein Volltreffer in Höhe des Fußes der Kirchturmspitze ein.
Am späten Abend des 11.04. kam über die unversehrte Allenholzbrücke ein deutscher Stoßtrupp. Diese haben in der Nacht die weiße Fahne wieder vom Kirchturm heruntergeholt. Da gibt es verschiedene Versionen über die weiße Fahne, über das weiße Tuch. Eine Version behauptet, dass die SS gedroht hat, und zwar dem Bürgermeister Lober, dass die Jungen erschossen würden oder wer auch immer die Fahne hochgezogen hat, wenn die nicht sofort wieder heruntergeholt werden würden. In verschiedenen Aussagen wird auch der Zynismus aufgezeigt, den die deutschen Truppen gegenüber der Zivilbevölkerung noch kurz vor dem allgemeinen Zusammenbruch gezeigt haben. Eine Frau, so Johanna Führer, erzählt erbittert, SS-Soldaten haben auf ihr flehentliches Bitten geantwortet, wenn wir kaputt gehen müssen, braucht es euch und euren Häusern nicht besser gehen. In dem Bericht von Berlin Schlauch sollen Becklinger Bewohner die deutschen Soldaten beschworen haben, den Ort zu räumen. Diese sollen jedoch geantwortet haben, es wären schon größere Orte als Bechling in diesem Krieg zerstört worden und auf ein Dorf mehr oder weniger kommt es nicht mehr an. Nicht nur SS-Truppen kämpfen verbissen bis zum Ende gegen die militärische Übermacht der amerikanischen Streitkräfte, sondern auch Wehrmachtsangehörige. Der Major und Ritterkreuzträger des 3. Pionierbataillons Rosenheim, das gerade in unserem Gebiet von Ilshofen bis Lasbach bis zum letzten gegen die feindliche Übermacht kämpfte, beschreibt in seinen Erinnerungen, unveröffentlichte Erinnerungen, den Zerfall der Wehrmacht, und ich zitiere, die in Auflösung befindlichen Gestalten, die vom Westen kamen und sich ohnmächtig fühlten, solch einem Zerfall zu begegnen. Von wem spricht er denn? Diese Gestalten. Das waren Soldaten, deutsche Soldaten, die vor dem Feind flohen, die kamen also vom Rheingebiet, vom Westen. Ihre Einheiten waren zerschlagen. Viele dieser Soldaten hatten nicht genügend Munition, sie hatten kaum mehr Waffen. Manche, wie die Zeitzeugen beschrieben, zogen Leiterwegen hinter sich her mit ihrem Gut, mit ihrem Rucksack, mit ihrem Tornister. Das waren diese sogenannten befindlichen Gestalten. Und man muss sagen, dass die Pioniereinheit, nicht nur die Pioniereinheit Rosenheim, sondern eine andere Pioniereinheit, dass deren Einheit noch sehr gut in Schuss intakt war. Und dieser Major bedauerte den Widerstand der deutschen Bevölkerung gegenüber den deutschen Truppen, die ihre Dörfer vor der Zerstörung retten wollten. Naja, ist doch klar, dass die Dorfgemeinschaft ihr Dorf retten wollte und dass sie alles versuchte, ihr Dorf zu retten, inklusive des Hissen weißer Flaggen. Wie verbittert einige deutsche Truppen noch im April 1945 kämpften, kommt in einem Militärbericht der 63. US-Infanteriedivision, die sie in unserer Gegend langsam vorkämpfte, zum Ausdruck. Ein Bataillon dieser Division war in Messenbach und hat brutal gegen eine hundertköpfige Truppeneinheit kämpfen müssen. Dieser Kampf dauerte vom 15. bis 16. April. Und ich zitiere hier diesen amerikanischen Wehrmachtsbericht. Um die Aprilmitte war es klar, dass die Deutschen versuchten, sich an den Ufern der Donau neu zu organisieren. Unser rasanter Vormarsch wurde als Wettlauf zur Donau bekannt. Manchmal sah es so aus, ob wir diesen Wettlauf verlieren würden. Unser Weg war mit Leichen unserer Kameraden markiert, besonders im Jagstal und hier oben in der Ebene zwischen Ilshofen und Lasnach. Rupertshof war einer der Dörfer, die brutal gekämpft wurde. Unser Weg war mit Leichen unserer Kameraden markiert. Entlang unseres Vormarschs gab es Orte, die wir niemals vergessen werden. Und es werden hier die Orte gelistet. Osterbeugen, Rautheim, die Jaks, Dörzbach, Immelfing, der Kocher, Künzelsau, Rüblingen,
Jungholzhausen und Schwäbisch Hall. Jungholzhausen war auch einer der Dörfer, die sehr stark umkämpft wurden. Und es war dort einige Berichte hervorheben, dass die Amerikaner ein Dutzend oder so SS-Leute gefangen genommen haben und die per Genickschuss erschossen haben, was natürlich gegen das internationale Recht und gegen die Genfer Konvention war. Einer der erschüttertsten Berichte stammt von Lady Holzhäuser, die die Straßen- und Häuserkämpfe, die Zerstörung Nesselparks, die Verzweiflung und den Schrecken der Bevölkerung miterlebt hat. Und hier ein Auszug von Lady Holzhäuser. Und das ist sehr poetisch. Am nächtlichen Himmel, verbergensprühender Funkenflug, grauschwarze sich ballende Rauchwolken, fantastisch erleuchtet, das alles von heiser, sengender Blut, erfüllt von schwelendem Brandrot. Zu löschen scheint aussichtslos, schon wegen des fehlenden Wassers, aber eindämmen die Brände und wenn auch nur mit Most oder stinkender Brühe des Mists, die wenigen verschonten Gebäude zu retten. Ich sah Männer, die hilflos, erloschenen Auges, dem Feuerbrande nur zusah, unfähig die Hände tätig zu rühren. Ich sah aber andere, auch Frauen besonders, deren Kräfte wuchsen im Augenblick der Gefahr und die mutig und unerschrocken dort anfassten, wo es am nötigsten war. Und das ist eine interessante Beobachtung. Es gibt jetzt verschiedene Studien, die klar hervorheben, dass die Frauen am Ende des Kriegs und auch schon während des Kriegs sehr aktiv waren. Sie waren diejenigen, die weiße Fahnen hissten. Sie waren diejenigen, die den Amerikanern zum Teil entgegenkamen. Sie waren auch diejenigen, die Demonstrationen gegen die lokale NS-Leute gerichtet haben. Also Frauen waren natürlich, die meisten Männer waren im Krieg, es waren nur noch Kinder da und ältere Männer. Und die Frauen haben dann das übernommen, was die Männer eigentlich hätten tätigen können oder sollen. Sie beschrieb dann, also wenn ihr das heute, wie ein Teil der Nesselbacher Bevölkerung, deren Häuser und Gehöfte abgebrannt waren und keine Bleibe mehr hat, nach Lamburg gezogen, um dort im Schloss einige Wochen Aufnahmen zu finden. Und hier wieder ein Ausschnitt. Wie ein helfender Engel erschien am folgenden Morgen Dr. Knorr aus Langenburg, das war der Arzt damals in Langenburg. Es wurde ein Bauernfest angerichtet, darauf er die Kranken und einige Alte und Kinder verlud, um sie in die schützenden Mauern des Langenburger Schloss zu transportieren. Es war ein herzbewegender Zug, der nun talabwärts das Dorf verließ, um auf nicht ungefährlichen Wege Langenburg zu erreichen. Da waren noch also einzelne Gefechte im Gange. Die aber diese Wanderung mitgemacht haben, werden nie im Leben vergessen, welche Gefühle der Verzweiflung, der Trostlosigkeit, Ungewissheit, Niederdrücken und fast Beschämendes war unter den mitleidigen Blicken der Langenburger als vom Schicksal geschlagene und vom Rauch geschwärzt, in das Städtchen einzukehren. Hinter sich vom Berg her leuchten, letzte schwelende Glut der verbrannten Frauen. Und zuletzt noch ein Auszug aus Frieda Groningers Tagebuch, der die unmittelbare Nachkriegszeit, die Besatzungszeit in Langenburg beschreibt. Nach der Elite-Kompanie, die Langenburg am 11. April besetzte und sich relativ human gegenüber der Bevölkerung zeigte, durchzogen später weniger disziplinierte amerikanische Truppen die Stadt. Friedas Darstellung über das Kriegsende in Langenburg und den umliegenden Dörfern bieten ein faszinierendes, aber zugleich ein erschütterndes Bild über die jüngste, über die Epoche unserer jüngsten Geschichte, die für einen Großteil der Menschen heutzutage verschwunden ist oder nicht mehr existiert. Fast 70 Jahre nach Kriegsende ist es wichtig, dass die Geschehnisse im Frühjahr 1945
der heutigen Generation vergegenwärtigt werden. Vielen Dank. Ja, ich glaube, es ist allen klar geworden bei diesem Vortrag von Herrn Professor Schlau, dass wir ihn brauchen, dass wir die Historiker brauchen. Denn diese Geschichten, die sind irgendwo privat aufgeschrieben oder auch nicht aufgeschrieben oder weitererzählt. Aber wer weiß das noch in 20, 30, 50 Jahren? Und immer noch werden die Enkel fragen, ja, was ist denn damals alles passiert? Wir haben irgendwas gehört. Und darum ist es so wichtig, dass Professor Schlauch, der ja ein Urholtur ist, und dass er aus Amerika immer wieder den Weg nach Bechlingen gefunden hat und dass er aus Bechlingen das Material mitgenommen hat aus Langenburg nach Amerika. Und dort hat er drüber gebrütet und hat rausgefiltert und gesagt, ja, wir brauchen ja auch noch, was die Amerikaner aufgezeichnet haben dazu. Sie haben es gehört, das waren auch, die Amerikaner haben wirklich ihre Opfer gebracht, um diesen schrecklichen Krieg beendigen zu können. Nun, ich glaube, das hat jeder gespürt, dass das eine ganz wichtige Sache war, dass man die Historiker braucht tatsächlich. Die sammeln, in archivieren und auswerten für etwas machen, was der Normalsterbliche sonst nicht kann. Und der Normalsterbliche braucht aber trotzdem irgendwann das Wissen. Und es sind die Geschichten, die Herr Schlauch vorhin erzählt hat, genau diese Geschichten, die bestimmen eigentlich, was später Geschichte wird. Denn Geschichte ist nichts anderes als eine Sammlung von Geschichten, die ein Historiker dann geordnet, gesammelt und einen Pfad gefunden hat. Ob der stimmig ist, wissen wir nicht, aber wer es nicht, wenn es keiner macht, wissen wir es gar nicht. Also, Ihnen, Herr Schlau, ein ganz großes Dank, dass Sie für Ihre Gemeinde Langenburg, Bechlingen, Nesselbach, Hürden und so weiter und dort oben Regenbach alles geleistet haben. Aber danke möchte ich auch heute Abend noch denen, die zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben. Zunächst den Organisatoren, die Frau von Göhler hat ja ihr Möglichstes getan, auch noch die letzten Stühle aus der Versenkung zu holen, dass wir noch alle unterbringen konnten. Ich glaube, dass sie da hinten auch dort stehen konnten, die noch stehen mussten. Ein ganz herzlichen Dank. Und Ihren Helfern natürlich gleichwohl, Hausmeister, wie sie alle heißen. Aber danken müssen wir natürlich auch dem Bürgermeister Glas, der so ein offenes Ohr hat, wenn etwas in seiner Gemeinde zum Thema wird, dass er das unterstützt und dass das dann Wirklichkeit werden kann. Und dass der historische Verein auch mitgemacht hat, auch der hat natürlich nicht so viel Geld gehabt, zuzuschießen. Und dann springt die Sparkassenstiftung ein, perfekt, das war die Rettung. Denn dass das Buch so billig ist, das ist Ihnen klar. Ein Buch, das fast 300 Seiten hat, für 14,90 ist natürlich nur möglich mit so einem Zuschuss. Also auch Ihnen vielen Dank.
möchte ich Ihnen für Ihre Geduld und für Ihr, dass Sie die Besucher, dass Sie sich in diese beengten Verhältnisse zurechtgefunden haben. Und deshalb haben wir jetzt auch ein kleines Dankeschön für Sie hingerichtet, also ein Glas Wein steht bereit und der Brezel dazu. Und bleibt zurück noch im Gespräch da und Herr Professor Schlaufen wird natürlich, wenn es will, das Buch signieren. Er schreibt auch noch einen persönlichen Gruß rein, wenn es sein muss. Sie dürfen das ganz in Fragen. Und Sie können natürlich auch alles andere fragen, was er vielleicht vergessen hat, heute Abend zu sagen. Also Ihnen noch einen guten Ausgang des Abends und einen guten Nachhauseweg später. Denken Sie an das Wetter. Alles Gute. Danke Ihnen.